Wie lange bist du schon nicht mehr Netti? Was ich sehe, ist eine kleine Disbalance, oder ist das der Schatten? Und dann haben wir noch den hier. Dann haben wir noch, ich muss noch ins Nagelstudio. Ich muss jetzt sagen. Wie würde ich es jetzt jemand anders sagen? Ich rede einfach mal mit meinen Worten. Mach das, 100%. Ne? Weil das ist Freizeitsport jetzt, was ich sehe. So, liebe Leute. Heute wird mal was ganz anderes gemacht. Ich bewerte den lieben Leon, der ist mein Teammitglied, ist noch ein ganz junger Felsen, der ist noch am Wachsen. Wie gesagt, ich bewerte mal den aktuellen Stand, damit er mal weiß, woran er ist. Verpiss mich direkt in die Ecke hier und dann geht's los. So Leon, ohne groß aufpumpen, ohne groß Gedöns, zieh mal T-Shirt aus und zeig mal her hier, was hier auf uns in Zukunft zukommt. Muss man vielleicht noch sagen, Leon ist Men's Physik Athlet. Ich bin Badehose. Genau, meine Fraktion, also gibt's jetzt richtig. So, liebe Smilebox Community, ich melde mich wieder einmal aus Istanbul, aus der Smilebox Produktion. Ich habe was richtig Geiles für euch. Erstmal, Heiko und Leon machen so einen richtig guten Formcheck mit euch. Und für die Smilebox Community habe ich Folgendes, ganz genau zuhören. So Leute, ich bin jetzt am Rechner. Ich gucke jetzt mal hier, meine 5 Lieblingsartikel werde ich jetzt hier erstmal reinpacken. So, wir nehmen das. Die beiden Sachen müssen auch noch rein. Das und das. So, ab in den Warenkorb. So, und weil wir jetzt den Mindestbestellwert von 90 Euro sozusagen erfüllen, können wir jetzt unseren Mystery-Artikel gratis hinzufügen. Und nicht vergessen, es ist ein vollwertiges Produkt und natürlich auch eure Größe auswählen, ganz wichtig. Hier sind mal ein paar Beispielbilder aus unserer Smilebox-Community, die schon ihre Mystery-Artikel erhalten haben. So, jetzt gebe ich nochmal den Gutscheincode YouTube ein. Da seht ihr das und schon 40% mal auf ganz nebenbei gespart. Also weiter geht's mit dem Video. So, also Leon, du bist 22, bist Classic Men's Physik Athlet. Was ich jetzt so auf den ersten Blick sehe, ist, also damit muss man sich jetzt nicht gleich weghängen wollen oder so, ne? Du bist jung. Da ist alles noch machbar. Was ich sehe, ist eine kleine Disbalance, oder ist das der Schatten? Ich fange mal mit der Muskulatur an. Also oben rum, Schultern ist da, Arme sind dran. du hast einen sehr kurzen Oberarm, fällt mir auf, gegenüber dem Unterarm, also einen kurzen Bizeps. Kannst du mal Doppelbizeps machen? Mhm. Kriegst du ein bisschen mehr Druck auf den Latt und genau, und den Ellbogen, nur den Ellbogen etwas höher, die Schulter bleibt da, wo sie ist. Ne? Ja, wie lange trainierst du jetzt? Also ich habe angefangen mit 12 zu Hause, weil ich eine fette Sau war. Mhm. Also 1,60 Meter groß, 85 Kilo, 90 Kilo so. Ey, wie der Typ Quatsch, gefällt mir schon mal. Ja, ist so. War ich erstmal ein bisschen zu Hause beschäftigt, ne? Hab mir da so ein kleines Homegym aufgebaut. Ne? Und dann hat mein Vater, da war ich kurz vor meinem 14. Geburtstag, da war ich noch 13, hat er zu mir gesagt, komm Junge, hast genug im Kinderzimmer. Kurz vor deinem 14. Geburtstag, ja, genau. Warst du noch 13? Ja, genau. Wahnsinn. Nee, das Ding, du musst dir vorstellen, ich war immer Sport. So, ne? Ja, nee, ist so, ohne Scheiße, war ich noch 13. Ja. Aber pass auf, guck mal, das war so. Er sagt so, komm, pass auf, hast jetzt genug im Kinderzimmer trainiert und so. Ne? Ich habe da mit 17 meinen ersten Wettkampf gemacht. So. Okay. Ja, erster Wettkampf, nicht ins Finale gekommen, war beim DBV Jugendklasse. Ich glaube, da waren auch, ich glaube, 10 Kandidaten oder so, bin ich Siebter geworden. So, mhm. Ne? Dann Norddeutsche gemacht, vom NAC Junioren Vizemeister geworden. So. Ja. Und dann eigentlich immer Wettkämpfe gemacht, außer Corona. Ne? Da ging das natürlich nicht. Du bist schon circa, ich habe schon 8 Wettkämpfe gemacht. So. 5 Jahre dabei? Ja, auf jeden Fall. Okay, mhm. Alles klar. Wie lange bist du schon nicht mehr Netti? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren? Ja. Ja, naja. Wie gesagt, die Klasse bedienst du ja, denke ich mal, relativ gut. Wird man ja sicherlich auch noch ein paar Wettkampfbilder einblenden können, vielleicht dann mal von dir, wenn du jetzt schon ein paar Shows hinter dir hast. Willst du mal schwerer, willst du mal eine andere, die Klasse wechseln oder willst du also, da bleiben? Also guck mal, das Ding ist, pass auf, ich bin ja eigentlich mal in der Bodybuilding-Klasse gestartet. Das mit Men's Physik, ja. Das mache ich jetzt seit diesem Jahr. Weil ich hatte für mich zum Beispiel dieses Jahr einfach so gedacht, so, ich will mal bei den Männern starten. Männer 4 oder so brauche ich jetzt nicht starten, so, weißt du? So, nee. Da bin ich noch nicht vom Potenzial her ausgeschöpft. Da ich weiß, wenn ich da mitmachen wollen würde, dann muss ich da noch mehr draufpacken, so, ne? Gerade an Fleisch- und Qualitätsmasse, so. Deswegen dachte ich so, komm, stell ich mal Men's Physik Badehosenklasse hin bei den Männern. Ja, muss man gucken, so die Linie, ne? Ich meine, ganz ehrlich, so klar, 130 Kilo oder sowas, Off-Season-Form, ne? Du musst ja passen in die Klasse, ne? Viele wollen offene Klasse,
anstreben, aber die haben einfach eine scheiß Genetik dafür. So. Ja. Und du musst das ein bisschen so ins Verhältnis setzen. Zum Beispiel Men's Physique finde ich ganz geil, die Jungs sehen fresh aus, haben trotzdem brutalen Körper und die wiegen ja auch keine 80 Kilo. Ja, brutal nur nicht gleich, aber die sehen schon echt sportlich aus. Ja. Ja. Ne, brutal ist und ich so denk mir in meinem Bild immer was anderes. Ja, klar. Und ich denke mir selber, wenn die Haare auf dem Kopf sind, was spricht dagegen, weißt du? So, du musst ja auch so diesen Sunnyboy-Look bringen, weißt du, was ich meine? Ja, okay, alles klar. Ja. Ja. Naja, wie gesagt, ich würde aber trotzdem mal versuchen, da noch ein bisschen Fleisch ranzubasteln, ja, auf alle Fälle. Ihr werdet ja jetzt auch gewichtslimitiert, ne? Deswegen, genau, fällt das ja ein bisschen schwerer, denke, ja, ich mal. Was hast du so noch auf Season an Körpergewicht? Du jetzt gerade so 111, ne? 111. Ja. Ja. Naja, wie gesagt, ich, meine ehrliche Meinung. Wir machen noch ein paar Posen und dann kannst du deine ehrliche Meinung geben. Okay, dann pose mal los hier, jetzt pose down hier. Okay, pose down. Los geht's. Fang mit Lat, ne? Fangen wir mit Lat an, genau. So, was war das nächste? Doppelbizeps hatten wir schon. Ich mach's aber machst du nochmal, machst du nochmal, machst du nochmal, machst du nochmal. Okay, dann haben wir die seitliche Brust. Okay, dann haben wir seitlich Trizeps, genau. Dann haben wir Rücken-Doppelbizeps. Alter, knackt ja wie mein alter Kleiderschrank, ey. Dann haben wir Rücken von hinten. Okay. Und dann haben wir Bauchbeine. Und dann haben wir noch Mos Maskula. Und dann haben wir noch den hier. Dann haben wir noch, ich muss noch ins Nagelstudio. Ich muss jetzt noch. Ja, aber theoretisch dann den, ne? Ach, ihr habt das bei euch, ja, stimmt ja, ja. Also, wie gesagt, was mir aufgefallen ist, ja, jetzt direkt, ist die Disbalance rechts, links, Beine. Beine, ja. Ne, also links deutlich dünner wie rechts. Genau. Was kann ich da machen? Na, erstmal Beckenschiefstand beseitigen, dann hängt es tatsächlich oft mit der Lendenwirbelsäule zusammen. Dann sind bei vielen Athleten die Extremitäten nicht gleich ausgeprägt. Ich würde jetzt aber nicht anfangen mit separatem Training hier da. Bring mal den Körper in die Mitte, weil, wie gesagt, du bist leicht schief in der Mitte. Mhm. Und ich denke mal, Lendenwirbelsäule oben, weil oben bist du auch schief. Okay. Na, also rechte Seite ist höher wie linke Seite. Ja. Und das muss ein Chiropraktiker erstmal in Ordnung bringen. Aber jetzt nicht nur einknacken lassen, sondern die Ursachen der Verspannung auch bekämpfen. Also, ja, vernünftig einen Physio ranlassen. Und da wirst du, denke ich mal, ein bisschen zu tun haben, wenn das stimmt. Dann denke ich mal, dass in deinem Beintraining, da musst du natürlich eine neue Motorik angewöhnen, weil 100% bei Kniebeugen oder so wirst du dich leicht verdrehen, mhm, ohne es zu merken. Und, okay, vielleicht hat es ja schon mal jemand gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Dann würde ich dir, ich denke mal, ohne dich zu beleidigen, alles gut, fehlender Trainingsfleiß, ja, um mehr Masse aufzubauen. Okay. Da könnte ich dir vielleicht sogar mal anbieten, in einem Video, dass wir das mal zusammen machen. Was hältst du davon, Carlos? Wir machen mal ein Training zusammen. 100%. Einfach, dass ich mal sehe, was in mir steckt. Ja, genau, was, ja, du abrufen kannst bei dir und, ja, was notwendig ist, ja, oder notwendig wäre, ja, dass du Next Level erreichst. 100%. Ne? Weil ich denke mal, voraussetzungstechnisch kann da noch einiges passieren. Wenn du aber jetzt sagst, du bist schon 3 Jahre on, ist das ein bisschen wenig, ist ein bisschen dünn. Ich weiß jetzt, okay, nicht, ob du das mit Absicht gemacht hast, wegen der Limitierung Men's Physique. Oder ob du sagst, ich habe alles gegeben, aber es ist halt nicht mehr rangekommen. Dann bist du für Off-Season, bist du Off-Season jetzt, oder? Ja. Etwas zu gut in Form? Zu gut in Form? Ja. Also wo würdest du sagen, wo kann da auf jeden Fall noch irgendwas? Nein, du musst essen, auf jeden Fall. Ja. Das ist, werden mir zwar viele widersprechen, aber das ist der richtige Weg, um Fleisch aufzubauen. Und das in Kombination mit einem anderen Trainingsstil, mit einem anderen Mindset. Dein Mindset, du musst ein Tier, du musst ein aggressives Raubtier werden im, ja, Gym. Wirklich, Fokus, alles ausblenden, alles weg, zerstören, nur noch deinen Körper sehen. Arbeite daran wie an einem Kunstwerk. Und das kannst du nur, wenn du schwere Gewichte kontrolliert bewegen kannst.
Und dann wirst du auch wachsen, weil die Reizsetzung hast du ja jetzt, sagen wir mal, schon 6 Jahre gesetzt. Mhm. Und im Endeffekt ist das ja das Ergebnis. Aber gerade in jungen Jahren solltest du dann, wenn du schon so lange dabei bist, ein bisschen mehr Erfolg haben, weil du bringst ja die Schulterweite mit, vom Schlüsselbein her. Dass die ganze Grundstruktur, die passt eigentlich, da muss nur Fleisch ran, ne? Ja. Und natürlich die Disbalance unten, Oberschenkel ausgleichen. Weil es ist ganz deutlich zu sehen, der Adduktor, der linke Adduktor, der hängt extrem hinterher. Ja. Und ich denke mal, das kriegt man besser umgesetzt. Wie gesagt, ich würde mir mal ein Training vielleicht sogar mal angucken, wenn man wieder mal was abtrainiert, kann man ja dann verbinden miteinander. Und dann im Rücken hast du Fleisch in der Weite. Ja. Ist aber ausbaufähig. Das ist alles so, wie würde ich es jetzt jemand anders sagen? Ich rede einfach mal mit meinen Worten. Mach das, 100%. Ne? Weil das ist Freizeitsport jetzt, was ich sehe. Okay. Und du bist aber Wettkampfsportler. Genau. Das heißt, da fehlt noch ganz viel von hier oben, hier drin, überall. Okay. Das muss runtersacken. Ja. Weil ich glaube, ich schätze dich als Typ so ein, dass du dich auch im Leben gerade machen kannst. Ja. Oder bist du eine Prinzessin? Nee. Ne? Und das musst du mit reinnehmen. Ja. Dieses, nimm das ins Training. Setz das hier um. Ja. Ne? Und wie gesagt, ich denke mal schon, dass man da noch das eine oder andere rausholen kann, gerade volumentechnisch bei dir. Mhm. Weil du kannst schön weit werden. Du bist nicht schmal gebaut, wenn da überall Fleisch rankommt. Guck mal, was ich für ein schmaler Hans geworden bin, mhm, und was ich mal für eine Weite hatte. Ja. Das kann man modellieren. Ja. Du musst das sehen wie so eine Statue. Ja. Und da muss überall Fleisch ran an den Stellen, wo es fehlt. Ne? Jetzt fehlt es überall noch, aber es ist halt schon verteilt da. Mhm. Es muss halt nur mehr werden. Und da muss ein komplett anderes Trainingsmuster rein. Ein anderer Trainingsreiz in diese Muskulatur. Ja. Das ist das, was ich jetzt auf Anhieb erkenne. Dass du keine 100% ausschöpfst. Du bist, denke mal so, bei 75%, wo du denkst, das sind 100. Guck mal, ich bin jetzt ehrlich, ne? Jetzt gerade, wie ich trainiere, das sind nicht 100%, die ich gebe. Es gibt Phasen, da bist du, da gehst du hin, du denkst dir so, alles oder nichts, 100% geben im Training. Du hast nur Fressen, Schlafen, Training, ja, gemacht, ja, die ganze Zeit. Und wenn du dann noch so private kleine Baustellen hast, interessiert ja keinen. Am Ende des Tages ist ja auch alles scheißegal. Aber hat jeder. Hat jeder, genau, wir sind alles nur Menschen so, ne? Du musst halt, wie gesagt, ne, also da hast du auch 100% recht. Wie würde das aussehen, wenn ich zum Beispiel einen Trainingspartner hätte, der mich genauso einen Arsch... Nö, die halten nur auf die Jungs. Weil du musst immer der Härteste, ja, am Ort sein, der Platzhirsch. Mhm. Du musst so hart trainieren, dass mit dir gar keiner trainieren will. Ja. Das, ne? Wenn, genau, die fragen, oh, kann ich mit dir mittrainieren? Dann machst du schon irgendwas falsch. Ja. Du musst so krank arbeiten, dass die dich meiden, die Leute. Okay. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Ne? So, ja, das, aber hast du 100%, ne, recht. Und du hast es ja gerade selber gesagt, du machst zurzeit nicht, aber macht es dir keinen Spaß oder hängt es gerade? Also guck mal, wie gesagt, so jetzt gerade habe ich nicht so einen krassen Drive, wie ich den schon mal hatte, so, weißt du, was ich meine? So, ich weiß, dass ich zum Beispiel in der Vorbereitung, ich bin da so im Fokus, so im Modus, da zählt nur Training für mich. Das Training ist immer Bombe so. Ne? Ja. Da gehe ich hin und ich will abliefern. Ich will tot nach dem Training sein. Das Training soll so hart sein, dass ich nach dem Training dann kaum posen kann, weil ich so im Arsch bin. Ja, so. Ja. Das ist so eine Fresse nach dem Training, weil ich Hunger habe, im Arsch bin, muss noch Cardio machen und ich habe auch gar keinen Bock, mit jemandem zu reden oder so, weil ich komplett im Arsch bin. Ja. So, und so soll das eigentlich so theoretisch sein. Genau. Sein. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde mir das gerne mal angucken. Hätte also ich hätte da mega Bock drauf. Also selber dieser Sport, du kannst immer lernen. Immer. Von jedem kannst du lernen. Ja, ich lerne heute wäre, noch. So, für mich wäre es eine absolute Ehre, mit dir zum Beispiel zu trainieren, dass du mich richtig, ne, rannimmst und zeigst, wo es lang geht. Kannst Melodox sich das leisten? Nur mal fragen, ne? Nee. Können wir machen. Da haben wir erstmal Content für unsere Community, ja, und du nimmst was mit für dich. Genau so ist das. Ich nehme auf jeden Fall was für mich mit. Ja. So. Ja, würde ich sagen, lass mal das mit dem Formcheck checken. Ihr habt den Leon mal kennengelernt. Checkt sein Instagram, verwendet seinen Rabattcode, natürlich nach meinem erst. Danke für dein ehrliches Feedback, sehr korrekt. Gerne, gerne. Und wenn ihr mit Heiko und mir ein gemeinsames Training sehen wollt, wie ihr mich richtig auseinandernimmt, dann schreibt in die Kommentare und vielleicht wird das ja ein gemeinsames Projekt hier.